Wir vergessen. Alt und jung vergessen. Erinnert euch. Denkt daran. Das ist das Zeichen unserer Erlösung. Vergiss nicht, was der Herr Großes getan hat. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern diesen Gottesdienst und wollen auch heute Morgen das Wort in den Mittelpunkt stellen und lade euch jetzt ein, dass wir 2. Mose Kapitel 12 aufschlagen. Und wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne zur Textlesung auf. 2. Mose 12, ab Vers 14. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. Und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7. Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am 7. Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun, nur was jeder zur Speise nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Am 14. Tag des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. 7 Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden, denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels, er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land. So esst kein gesäuertes Brot. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen: Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die 2 Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Und nun, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Und wenn dann eure Kinder zu euch sagen: Was habt ihr da für einen Dienst? So sollt ihr sagen: Es ist das Passaopfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Kinder Israels gingen hin und machten es so, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Genau so machten sie es. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Im Jahr 2017 wurden weltweit schätzungsweise 1,2 Billionen Fotos gemacht. 1.200 Milliarden Bilder. Ich weiß nicht, wer das gezählt hat, aber es ist eine Menge. Heute, 5 Jahre später, sind es vermutlich pro Jahr noch wesentlich mehr. Einmal, weil die Weltbevölkerung weiter zugenommen hat und weil ja jetzt schon fast jeder dieses Smartphone in der Tasche hat und Fotos macht, bis der Arzt kommt. Warum machen wir Fotos?
Viele machen Fotos, um sich selbst in Szene zu setzen, zu zeigen, wie schön sie sind. Aber ich glaube, die meisten Fotos machen wir, um Erinnerungen festzuhalten. Silberhochzeit, Beerdigung oder Geburtstage, Urlaubsfotos. Wenn wir dann zu Hause sind, dann kramen wir die alten Bilder raus und erinnern uns an die Zeiten, die jetzt vorüber sind. Die Nordsee, die Kinder, als sie noch klein waren. Wir brauchen diese Erinnerungen. Warum? Weil wir vergesslich sind. Wir vergessen. Alt und jung vergessen. Auch in geistlichen Dingen sind wir vergesslich. Und deshalb müssen wir auch in unserem Christenleben Erinnerungen wachhalten. Und weil das so ist, hat Gott uns sogar befohlen, uns zu erinnern. Prediger 12, Vers 1. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Jesaja 46, 9. Gedenkt an das Frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. 2. Timotheus 2, 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Warum? Weil wir vergessen. Auch die Israeliten sollten sich erinnern. Sie standen kurz vor dem Auszug aus Ägypten und wir haben es an den letzten Sonntagen ja ausführlich behandelt. Der Pharao wollte sie nicht ziehen lassen. Sein Herz verstockte sich. Und Gott sandte 9 Plagen und jedes Mal war das Ergebnis, dass Israel nicht in die Wüste ziehen durfte, um Gott, den Herrn, anzubeten. Nun stand die 10. Plage unmittelbar bevor, sie war noch nicht zu dem Zeitpunkt dieses Abschnittes ausgeführt. Gott hatte sie angekündigt und Gott hatte auch gesagt, wie Israel sich verhalten sollte. Und diese 10. Plage war eine heftigere in der Weise, als dass Gott selbst angekündigt hat, nicht mehr durch Aaron und Mose zu handeln, sondern er selbst wollte Ägypten besuchen und von Haus zu Haus gehen und die Erstgeburt töten. Es sei denn, dass jemand im Glauben an das Wort des Herrn ein Lamm schlachtete, was ohne Fehl und Makel war und das Blut an die Tür strich, dann sollte dieses Gericht an dem Haus vorübergehen. Und bevor Gott das wirklich in die Tat umsetzte, was wir dann in den folgenden Texten sehen, hat er schon einmal gesagt, passt auf, Kinder Israels, was jetzt passiert, sollt ihr niemals vergessen. Ihr müsst euch unbedingt daran erinnern. Das Wunder des Auszugs aus Ägypten sollte sich dauerhaft, ganz tief und fest in ihren Erinnerungen festgraben und nicht nur in ihren, sondern auch in den Herzen ihrer Kinder. Sie sollten niemals vergessen, dass das Blut des geschlachteten Lammes sie erlöste vor dem Tod. Und dass das Gericht des gerechten Gottes abgewandt wurde durch das Lamm. Also forderte er sie auch später immer wieder auf, erinnert euch, denkt daran. 5. Mose 5, 15, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat. Vergiss es nicht. Psalm 78, der ganze Psalm ist ein Gedenkpsalm. Da werden die großen Taten Gottes beschrieben. Psalm 105, Vers 5. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Damit sein Volk niemals die Rettung aus der Sklaverei in Israel vergessen sollte, gab Gott ihnen nun eine Erinnerungshilfe. Können wir sagen, eine Eselsbrücke.
Dabei ließ er kein Smartphone vom Himmel fallen, keine Digitalkamera, um diese Momente festzuhalten, weil wir wissen aus eigener Erfahrung, der digitale Papierkorb quillt über mit allerhand Sachen, die uns gar nicht mehr interessieren. Nein, es musste etwas her, was über alle Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg Bestand haben wird. Er setzte das Passafest ein. Und das Fest der ungesäuerten Brote. Vers 14, schaut nochmal in den Text. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. Dieses Fest. Gott weiter. Und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Mit anderen Worten, Kinder Gottes, das Ereignis, das auf euch jetzt wartet, ist so wichtig und von so großer Bedeutung, dass ihr euch immer daran erinnern sollt. Das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote werden hier jetzt eingesetzt. Diese beiden Festlichkeiten gehören zusammen. Sie waren keine getrennten Feste, sondern wurden als eine Woche langanhaltenden Festes gefeiert. Wie lief das ab? Am Abend des 14. Tages des ersten Monats sollten sie dann in der Zukunft ein Lamm schlachten und sie sollten den Sauerteig aus dem Haus kehren und eine Woche nur ungesäuertes Brot essen. Das waren die wesentlichen Bestandteile dieser Festivität. Das Passalamm, das am ersten Abend geschlachtet werden sollte, war Zeichen ihrer Rettung. Das Blut an den Pfosten hat sie erlöst. Und die ungesäuerten Brote waren Zeichen ihrer Heiligung. Wir können zusammenfassen, sie wurden gerettet, um heilig zu sein. Sie wurden gerettet, Passalamm, um ein heiliges Leben zu führen, ungesäuertes Brot. Und da haben wir schon die Struktur der Predigt. Zwei Punkte. Erstens, gerettet von der Strafe der Sünde. Das Passafest, das sie nun zukünftig feiern sollten, sollte sie erinnern, dass das Blut des Lammes sie vor dem Tod gerettet hat. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir am letzten Sonntag ausführlich über das Blut des Lammes gesprochen haben. Und ich möchte mich heute Morgen nicht scheuen, es wiederum zu erwähnen, weil es unser Text hier erwähnt und weil wir gerade gelernt haben, gedenket daran. Wir wollen und sollen es nicht vergessen und so auch die Israeliten. Sie sollten das Passalamm nicht nur einmal in Ägypten schlachten, sondern jedes Jahr. Denn sie sollten nicht vergessen, was es für eine Rettung für sie brachte. Vers 25. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Macht weiter und macht weiter und macht weiter. Hört nicht auf, euch zu erinnern. Hört nicht auf, daran zu denken, was der Herr Großes unter euch und an euch getan hat. Und deswegen wurde Jahr um Jahr in den Haushalten ein Lamm geschlachtet und das Blut an die Türpfosten gesprengt. Jeder Vater im Haushalt war verantwortlich, dieses Fest zu feiern. Und wenn die Kinder fragten, Vers 26, was macht ihr da? Was habt ihr für einen Dienst? Vers 27 sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettet. Kind, das ist das Passa-Opfer. Das ist das Zeichen unserer Erlösung. Du wärst vermutlich nicht hier, wenn Gott uns nicht mit diesem Passalamm versorgt hätte. Vergiss es nicht, Kind, und sag es auch deinen Kindern und den Kindern und allen Kindern, die in der Nachfolge kommen. Ja, im Mittelpunkt dieses Erinnerungsfestes stand das Lamm. Das Lamm, hat der Vater gesagt. Vers 27, ist das Passa-Opfer des Herrn. Zeichen, dass ihre Sünden gesühnt wurden.
ein stellvertretendes Leben, makellos in Form eines reinen Lammes, wurde geopfert. Für sie das Zeichen, unsere Schuld ist durch das Blut bedeckt. Und für Gott das Zeichen, hier ist Sühnung erfolgt. Ein Opfer ist schon da. Und die Menschen in dem Haus werden verschont, weil sie an das rettende Blut dieses Lammes glauben. An dieses vergossene Blut zur Erlösung von ihren Sünden sollten sie jedes Jahr denken, und das taten sie. Immer wenn sie das Passafest feierten, dachten sie daran, wie ihnen vergeben wurde und die gerechte Strafe Gottes sie nicht traf. Auch wir, liebe Gemeinde, heute haben ein Passahlamm. 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Und dieses Lamm dürfen wir nicht vergessen. Aber manchmal tun wir das. Wir haben geistlichen Gedächtnisschwund. Wir kommen in so einen frommen Trott hinein, leben unser Leben und sagen, ja, zu Beginn, als ich Christus fand, da war es mir wert und viel wert, das vergossene Blut Jesu, das Lamm, das für mich starb. Aber jetzt bin ich ein erfahrener Christ, ich bin schon durch manche Stürme hindurch und naja, was soll's. Wir neigen zur Selbstgerechtigkeit und wir vermischen unseren Glauben an das stellvertretende Opfer, was Christus für uns geworden ist, mit unseren Werken und meinen, ja, da ist ein bisschen Blut, aber inzwischen ist doch auch mein Leben als Christ schon ziemlich ansehnlich und Gott wird schon sehr zufrieden sein mit mir. Wir schauen unser Leben an und meinen, es läuft und haben das Wunder von Golgatha nicht immer im Blick, Beten Christus nicht beständig als unser Passahlamm an, als den, der uns wirklich befreit und erlöst. Vergessen, dass Gott seinen Sohn sandte, um unser Erlöser zu sein, dass der Herr sein Blut für uns vergoss, damit wir leben. Doch wie gut, dass auch uns ein Fest zur Erinnerung gegeben wurde. Es ist das Abendmahl. Dieses Fest des Evangeliums gab Jesus Christus uns selbst, als er das letzte Passa mit seinen Jüngern feierte. In Matthäus 26, 17, da heißt es wie folgt: Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote, damals in Jerusalem, traten die Jünger zu Jesus. Und dann sprachen sie über das Passafest. Und dann sagt Jesus in Vers 26, als er ihnen das Brot gab: Das ist mein Leib und dies ist mein Blut des neuen Bundes. Und er machte deutlich, ich bin das wahre Passahlamm. Und Paulus drückt es so aus, wenn er über das Abendmahl spricht. Der Herr Jesus in der Nacht, wir haben es so oft schon gehört, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Warum? Weil wir vergessen. Wir feiern das Abendmahl, damit wir uns erinnern. Wir kommen übrigens auch am Sonntagmorgen in den Gottesdienst, um uns zu erinnern. Und um uns auch gegenseitig zu erinnern, vergiss nicht, was der Herr Großes getan hat. Wir stellen ihn und sein Erlösungswerk in den Mittelpunkt unserer Gottesdienste. Wir versammeln uns um das Kreuz und preisen unser Lamm, was sein Leben für uns und unsere Schuld gegeben hat. Und deswegen sagt Jesus, dies tut zu meinem Gedächtnis. Deswegen auch heute der Appell an dich, vergiss nicht, dass du nicht nur ein Sünder warst und nur zu Beginn deines Lebens mit Christus das rettende Blut Jesu brauchtest, sondern dass du auch ein Sünder bist
und dass du durch den Leib und das Blut unseres Herrn gerettet bist und das in Ewigkeit. Amen. Halleluja.